Ich treffe mich mit Shellys Vater. Ich hab so einen großen Jara. Leute, ich werd noch behindert, ja. Das ist doch nicht mehr normal, ja. Habt ihr gesehen, was Shelly gestern Abend nach meinem Video gepostet hat? Gebt euch. Danke für die Promo, Kuss-Smiley. DM mir auf OF mit Hashtag YouTube für ein Bundle zum Spezialpreis. Heute gibt es extra heiße Picks und Videos. Oder sie hat einfach DLC gemacht, Lan. Einfach DLC gemacht. Restman, ja, die denkt wirklich, die ist Black Ops mit Special Maps und so. Jetzt mal ehrlich, Shelly, geht's dir eigentlich gut? Brauchst du Hilfe? Wallah, such die mal. Oh, er hat sich wieder was Neues geholt. Er trägt im Sommer eine Wintermütze. Und eine neue Nike-Jacke, die sieht scheiße aus, Alter. Würde niemals in meinem Leben so eine Scheiße tragen. Schnelle Hilfe. Wallah, das wird Zeit. Aber sehr, sehr stark, dass du das auf jeden Fall öffentlich gemacht hast, Shelly, ne? Danke für die Promo mit Kuss-Smiley auch noch. Sehr, sehr stark. Mal gucken, was die Leute dazu sagen werden, ne? Also die Leute, die was zu sagen haben. Du hast ja richtig Schritte eingeleitet. Mal gucken, wie sehr die das noch ernst nehmen werden mit dir, Shelly. Mal gucken, ob mich noch jemand um 7 Uhr morgens wecken wird. Ja, richtig. Aber jetzt mal das zur Seite. Leute, was habt ihr mit dem Video gestern angerichtet, ja? Ihr habt alles auseinandergenommen. Ich küsse doch eure Köpfe. Ihr seid die Krassten, ja? Fast jeder hat sich das Video von Anfang bis zum Ende geschaut. Ihr seid die Krassten, ja? Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Für die Leute, die neu am Start sind, lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen. Besorgt euch Chips, Meeps, Deeps, Popcorn. Nehmt euch zurück und genießt einfach nur dieses Video. Holt. Jetzt geht's ab. Jetzt wird's abgehen. Dieses Video wird krass. Ihr wisst nicht, was schon wieder abging, ja? Jetzt hat sich Shelly auf jeden Fall mit der Ex-Freundin von Daniel FM zusammengetan und sind live gegangen, haben über Daniel gelästert. Ja, Mann, Shelly, du bist ja sehr, sehr loyal. In meinen Augen. Hast du selber zugegeben, dass du fremdgegangen bist? Nein, hab ich nicht. Hast du niemals gemacht? Nein, hab ich nicht gemacht. Was ist das für ein Kanisterkopf? Okay, die schreiben alle bei mir, es gibt Beweise und so, sie hat es zugegeben und so. Ja, Leute, dann schickt mir die Beweise. Ihr könnt nur diese Beweise schicken, wo ich mich mit meinem Ex getroffen hatte, aber ihr könnt ja nicht sagen, ob das in der Beziehung war oder nach der Beziehung. Und ich kann euch sagen, das war auf jeden Fall nach der Beziehung. Ach so, liebe Madame. Du hast 2 Tage Schluss mit deinem Freund, danach triffst du dich direkt mit deinem anderen Ex-Freund. Ach so, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Gehst du mit deinem Ex-Freund feiern und so, ne? Und dann macht ihr schön Schach-Schach, ne? Bis ans Limit. Ja, Mann, das ist ja voll normal. Boah, die haben Schach-Schach gemacht. Er hat Beweise. Ihr Ex-Freund hat sie dabei gefilmt. Und, ne? Du hast das Wort Loyalität auf jeden Fall verstanden. Sehr, sehr stark. Und reif hast du auch. Ja, Mann, sehr, sehr stark. Also ich finde das kindisch, wenn man nach der Trennung direkt 2 Tage später sich wieder mit einem anderen Jungen trifft. Für mich ist das, keine Ahnung. Also sorry, dass ich das sage, aber für mich ist das Abschaum. Sowas macht man einfach nicht. Wer reif ist, wer Anstand besitzt, wer gut erzogen wurde vor allem, macht sowas nicht. Nein, er. Womit hat er das ins Internet gezogen? Er meint halt, dass ich ihm fremdgegangen bin mit meinem Ex. Man hatte halt auch diese Videos gepostet, wo ich mit meinem Ex drauf zu sehen war. Weil ich war halt einmal mit dem Feiern so. Hat er das direkt in seine Insta-Story gepostet. Wie kann man so eine große Sache daraus machen? Einmal war sie mit ihrem Ex-Ex feiern. Ja, nie so. Nicht mal eine große Sache. Einmal ist keinmal. Dann hat er ein TikTok dazu gemacht, so mäßig Statement. So von wegen so, ja Leute, die ist mir fremdgegangen und so voll die, keine Ahnung was. Und dann ist natürlich jeder auf mich draufgegangen, weil jeder glaubt auch ihr, weil ich habe ja keine große Reichweite so. Also ich habe schon davor ein bisschen TikTok gemacht, aber das meiste habe ich mir auch selber aufgebaut so. Aber man... Sie hat sich das selbst aufgebaut. Wisst ihr, was ich meine? So, korrekt. So, sie musste sich nicht an jemanden hochziehen. Jetzt von alleine geschafft. Kannte mich jetzt nicht, ne? Und... Ja. Ja, das war halt dann in dem Moment auch ein bisschen unfair so für mich, weil keiner kennt mich ja wirklich persönlich und bei ihm war das so, man kennt ja so ein bisschen seine Persönlichkeit, also das, was er auf jeden Fall so zeigt im Internet und ja. Warum schreibt jeder bei mir, du lügst? Ja, ich sag ja. Ja, Shelly, die Frage aller Fragen ist aber, wieso du lügst und wieso du so unloyal bist. Ich dachte, du bist doch so loyal. Ich dachte, du würdest niemals irgendwie Personen, die dir nahestanden, in der Öffentlichkeit bloßstellen wollen. Was machst du denn jetzt gerade? Du hast bewusst die Ex-Freundin von Daniel FM angeschrieben, damit du mit ihr live gehen kannst und über Daniel sprechen kannst. Wieso machst du das? Dieses Thema ist doch so oder so schon gegessen. Wieso machst du das, Shelly? Das interessiert doch keinen mehr. Das ist doch Schnee von gestern am Nacken. So, er muss Hand ruhig auf den Tisch legen, damit wir alle die Uhr sehen. Ihr wisst, ne, dass er wirklich so seine Hand platziert und alles, damit die Leute das sehen. Der hat wirklich Minderwertigkeitskomplexe. Daniel interessiert das doch nicht mehr. Wieso gehst du mit ihr live und redest über dieses Thema? Brauchst du so sehr... Und im Hintergrund seht ihr, er hat sich umgezogen, Leute. Er hat erstmal geguckt, welches T-Shirt er anziehen soll für das Video. Und dann hat er gesehen, ah, ich habe ja noch diese Jacke. Noch eine Sache. Er kauft sich Klamotten, ne? Ich leak jetzt mal was. Er kauft sich Klamotten, lässt Etiketten dran, ne, von Nike zum Beispiel, und schickt die danach wieder zurück. Er trägt die kurz für ein Video, zurückschicken, wieder was anderes tragen. So, das ist so seine Taktik, sein Trick. Aufmerksamkeit, Shelly. Hast du es wirklich so nötig? Brauchst du Geld? Brauchst du Hype? Wenn du willst, ich stell dich bei mir ein. Kannst ein bisschen hier mein Zimmer putzen. Ich geb dir 450.
Er kann dich einstellen. Ja, Ursache. Er kann dich einstellen, Shelly. So, der zahlt auch Mindestlohn. 12 Euro. Aber nur bei dir, wenn du mir auch leid tust. Ja, Ursache. Wie kann man denn so... Ja, Ursache. Ich... Woher wusste ich, dass das kommt? Woher? Denken und sich so widersprechen, ja? War einfach Bluff. Allein am Datum so. Also, ich weiß... LeJunkos Eltern waren obdachlos, er hat ihnen ein Dach über den Kopf gegeben. Als sein Vater am Straßenrand in Bocholt hier mit dem Kaffeebecher saß, kam LeJunko und meinte, hey Baba, komm mal, ich hab dieses Haus gekauft, kannst da wohnen. So. Wieso kommen die Typen da draußen eigentlich nicht mit einem Korb klar? Ich höre das so oft, dass wenn eine Frau einem Typen einen Korb gibt, dass der Typ anfängt, über sie Gerüchte zu labern. Oder warum seid ihr so Typen? Hä? Könnt ihr nicht damit klarkommen, wenn ihr mal einen Korb kriegt? Alter, seid ihr billig. Oder sie zu beleidigen. Ich mein, Honey, kommst du nicht mit einer Abfuhr klar? Hm? Ist dein Ego jetzt so gekränkt? So? So lustig, wie die nicht drauf klarkommen. Digga. Ja. Hab ich das richtig gemacht? Ich und mein Date, quasi meine Dates, haben mich zu Hause abgesetzt. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, was für Dates? Seine Überraschung war noch eine Perle. Ich hatte einfach ein Dreier-Date, sowas hatte ich noch nie, aber wie geil ist das bitte? Ich habe eine Chaya kennengelernt, ich habe einen Typen kennengelernt und mal was Neues, Leute. Und eine After-Hour gab's natürlich auch. Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, dass du dich jetzt hier geoutet hast, so, ne? Herzlichen Glückwunsch, ne? Die ist bi, ein bisschen bi, schadet nie. Bistaghfirullah. Aber Shelly, na gut. So, ein bisschen bi, schadet. Bistaghfirullah. Ganz, ganz wichtig. Gut, ne, endlich hast du es langsam zugegeben. So, das war mir irgendwo auch ein bisschen klar, weil, du hast ja ganz klar was gegen Männer, ja, und du verbreitest auch sehr, sehr stark Männerhass. Man ja auch in den ein oder anderen Video bei dir gesehen. Ich find's gut, dass du mal langsam das angesprochen hast, dass du, nicht nur auf Jaros stehst. Wisst ihr, was ich denke? Ich hab so einen großen Jara. Die Männerwelt hat einfach kein Interesse mehr an Shelly. Durch ihre ganzen Videos und so weiter und so fort. Die ist so krass gesunken, dass sie auf Tinder nur noch ihre Liebe suchen muss. Ist doch klar, dass du auf solchen Apps nichts Richtiges finden wirst. Wir wollen doch einfach nur... Hey, er hat mit dieser Hand. Wie hat er das gemacht? Tag. Wie geht das? Irgendwie sieht das irgendwie... Ich kann das nicht. Warte, ich will das nochmal sehen. Nichts Richtiges finden wir es. Wir wollen doch einfach nur... machen und dann, ja, gehen. Aber egal, Shelly, du bist ja genauso. Ja, richtig. Leute, ratet mal, wer heute wieder ein Date hat. It's me. Ich dachte mir mal... It's me. Mario. Wieder, ich mach mal die Tinder-App auf und guck, was da so läuft. Ihr wisst nicht, LeJunkos Finger machen bei euch Wasserfall. Du hast gesehen, wie schnell er seine Finger bewegen kann. Jani, wer bei ihm nicht flirtet, ist keine Frau. Puh, auf dich. Natürlich bin ich aus Versehen auf die App gekommen. Ja, die ist aus Versehen auf die App gekommen. Oh, sick to the armor. Oh, auf jeden Fall ist die so auf App gekommen. Aber ich werde euch natürlich berichten, wie es war und wie der Boy war und ob es überhaupt ein gutes Date war oder kein gutes Date. Und wir bewerten natürlich das Date. Wie kann man denn heutzutage Dates bewerten, Bruder, ja? Ja, nee, hast du wirklich so viele Dates schon hinter dir? Ist ja nicht schlimm so, ne? Jeder soll so leben, wie er mag. So, jeder soll machen alles schön und gut. So, jeder soll in seinen vier Wänden machen, was er will. Nein, nicht mal vier Wände. Privat kann jeder machen, was er will, so. Mir ist das scheißegal, so. Wisst ihr, schön und gut, mach, was du willst und so. Aber in der Öffentlichkeit damit rumzuprallen... Schön und gut, habe ich verstanden, so akzeptiere ich auch. Aber so, Shelly, du wolltest dich doch bessern. Ich finde, du machst dich mit diesen TikToks und vor allem, wie du redest, unsympathisch. Denn wir versuchen mal neutral zu bleiben. Wir sind ganz normale Menschen, wir gehen jetzt gerade neu auf TikTok und sehen Shellys Seite. Und dann sehen wir diese Videos und wie sie redet. Würde man sie sympathisch finden? Ja, nein, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich sag eher nein, sowas würde man niemals sympathisch finden. Sympathiepunkte kann man sich auf jeden Fall so nicht sammeln. Hallo. Hallo. Willst du mit mir ein Wassereis essen gehen? Natürlich, ich würde sogar mit dir eine Capri-Sonne trinken gehen. Oh, wie sie ihre Stimme verstellt. Arbeitet sie auch im Callcenter nebenbei? Hast du Instagram? Was hab ich? Instagram? Oh mein Gott, jetzt hab ich eins. Ich glaube, ich werde wirklich lesbisch in dir. Oh mein Gott! Aber hast du mal einen Freund? Ein Freund? Mhm. Ja, ich hatte zwei Beziehungen, aber ich hatte auch schon was mit Girls. Meintest du das? So, ich hatte auch schon was mit... Ist egal, ich hatte auch schon was mit Boys. Ich hatte nur was mit Boys. Ja und? Wo ist das Problem? Ich stehe jetzt dazu. So. Wisst ihr? Damals war ich in... Guck mal, ich erzähle, damals war ich in Berlin. So, ich und Baha hatten Stress. Am Ende sind wir im Hotel gelandet. So, aber auf korrekt. Er hat ausgegeben. Wir
hatten was miteinander. Was? Warte mal. Was hast du? Hast du einen dicken Arsch? Auf jeden Fall. Ich shake meinen fetten Gat im VIP, Digga. Bist du das eigentlich nicht? Natürlich. Wie die sich freut. Die Leute haben mich erkannt. Einfach, ich werde einfach auf Azar erkannt. Ich bin schon Fame. Auch noch. Bist du das eigentlich nicht? Natürlich. Denkst du wirklich, es gibt da jemanden, der sich wegen dir freut? Denkst du wirklich, die Leute lachen über dich? Die Leute wollen nur Tschach-Tschach machen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Shelly, also ich folge dir schon seit nicht längerem, aber seit einer kurzen Zeit, ja. Ja, ich folge dir und ich muss sagen, ich mag dein Content. Alter, Schweizer Akzent ist schon hart. Also nicht auf diesem Account, das ist jetzt dein Live-Account, glaube ich, gell? Und ich habe auch ein paar Mal in deine Kommentare was geschrieben, so weil ich das auch von mir kenne, weißt du, wenn die in die Kommentare gehen, vor allem halt die Männer und dann gegen eine Frau schießen und so. Und ich muss ehrlich sagen, du hast diesen ganzen Druck. Du hast den ganzen Druck standgehalten und ich, super finde ich das. Ich bin sehr stolz auf dich. Gut standgehalten, muss man echt sagen. Ey, woher weiß ich, was die Menschen sagen? Soll ich mich teilen? Soll ich reden? Also... Hä? Wo? Wo gut standgehalten, Lan? Hä? Wo? Die hat 1000 TikToks gemacht, wo sie heult und sich beschwert hat. Wo? Bruder, hä? Ich glaube, die hat sie verwechselt, ha? Ich glaube, du meinst gar nicht Shelly. Du hast da eine andere TikTokerin damals zugeschaut. Die kann gar nicht Shelly meinen. Kann gut standgehalten. Wo, Lan? Am Nachkommen, wo? Ich schaff... Heike, hab dich gerade im Video von Reddit gesehen. Du hast echt glänzende Beine. Wie machst du das? Ich habe eigentlich eher trockene Beine. Muss ich mal schauen. Warte. Ich weiß es nicht, warum sie so geglänzt haben. So, aber ich verstehe mich jetzt viel mehr mit der Chaya. Und jetzt habe ich am Samstag ein Date mit der Chaya. Ja, Mann. Was? Das ist so cringe. Der Typ hat... Warte, ich bin gerade schockiert. Der Typ hat einfach eine Frau zum Date mitgenommen. Ja, auch eine, die er auf Tinder kennengelernt hat. Aber ich meinte, ich bin offen für alles. Ich habe ihn ja auch durch Tinder und meinte, ich habe eine Überraschung für dich. Ich so, okay. Feeling. Gab es da vielleicht ein Happy Ending in dieser Story, die du uns verschweigst? Nein, das scheint doch nicht. Nee. Komm, mal sei doch ehrlich. Wir sind doch unter Frauen. Miss Kina, die kann gar nicht ihr Gesicht verziehen, ne? Alles zurück, was ich habe dich gerade so gelobt. Ich werde jetzt droppen. Oh, sie hat mich gelobt. Eine 30-jährige, nicht verheiratete, vollgespritzte Frau, die kleine Mädchen lobt, dafür, dass sie anschaffen gehen. TikTok-sportlich. Will mich droppen, oh mein Gott. Oh, sie war stolz auf mich. Wie so eine Lehrerin, die sagt, oh, du hast dich eigentlich heute gut verhalten, aber jetzt gerade mit diesem Satz hast du dir alles wieder kaputt gemacht. Ich werde dich droppen und ich werde nur noch droppen. Das kannst du nicht machen. Warum denn? Ich frage doch nur aus Interesse, wann ihr Kinder wollt. Shelly, so wie mein Broski da oben. Sieht blauen Hoodie an, wenn du würdest. Was? Aus Interesse. Was? Warum hab ich den? DMC, ich küsse doch dein Herz. Ehrenmann, dankeschön, mein Top-Supporter. Love you. Shelly, was los? Spuck's raus. I can see it, I can feel it. Oh, ich hab's auf Englisch gesagt. I can see it, I can feel it. Ich guck dich mit dem Auge an. Siehst du? Was denn? Nein, ich meine, mein Chat ist so... Ich bin wie eine große Schwester für sie. Sie kann immer zu mir kommen. Ja. Lisa und Herz in den Chat. Und Juicy. Juicy und Lisa, was habt ihr gemacht? Oh mein Gott. Was habt ihr bloß gemacht? Ihr sollt doch nicht euer ganzes Geld bei mir ausgeben. Du darfst als TikToker niemals das Wort Geld verwenden. Damit die Leute denken, die Punkte kriegen sie umsonst. Oh mein Gott, was habt ihr gemacht? Krasser Support, Leute. Kommt, wir brauchen nur noch Rosen. Sagen, Leute, ihr wisst gar nicht, was jetzt gerade passiert ist, während ich... Oh, er sitzt gerade unten im Wohnzimmer. Aber sehr, sehr hässlich eingerichtet. Warum ist alles weiß bei denen? Arztpraxis. Auf diesem Bett wurde Lejanko geboren. Das Video am Bearbeiten war. Ich bekomme einen Anruf von ihr Vater. Bruder, ich habe noch nie so einen merkwürdigen Anruf bekommen. Erstmal habe ich vorher von einem TikToker einen Anruf bekommen. Ey, der wird dich jetzt anrufen. Ich so, Tamam, alles okay, soll er anrufen? Aber dass er mich dann so anruft, wallah, ich habe mir fast in die Hosen gekackt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Komm Wochenende nach Meerbusch. Wenn du willst, nimm deinen Onkel mit. Der sagt, komm nach Meerbusch. Bruder, wo ist Meerbusch? Ich weiß, dass...
Meerbusch ist neben Düsseldorf. Das ist die Stadt mit der größten Millionärsdichte in Deutschland. Das in der Nähe von Düsseldorf ist aber. Was soll ich in Meerbusch haben, Nachbarn? Ich hab vielleicht einen Busch da unten, aber Meerbusch kenne ich nicht. Spaß. Auf jeden Fall sagt er mir, nimm deinen Onkel. So, Spaß, ne? Nicht, dass jetzt Weiber denken, ey, ich rasiere mich unten nicht und die schreiben mir jetzt nicht mehr. So, ne? Unten ist rasiert. Also korrekt ist korrekt, ne? Schämt euch nicht. Nein, nein, Faye, Faye, entspann dich. Der hat keinen Busch unten. Der hat nur Spaß gemacht. Der ist rasiert. Mit. Bruder, wenn ich meinen Onkel mitnehme, er kommt von Baustelle, Bruder, wenn da was... Mein Onkel, der hat so eine Hand, ne? Der hat so eine Hand, wenn er dir einen gibt, du gehst rückwärts in deinen Meerbusch. Passiert, der wirft dich mit Ziegelstein ab, Bruder, weißt du, was ich meine? Jetzt kommt das Krasse, Leute, wisst ihr, was er zu mir sagt? Komm auf die gute Seite. Wie komm auf die gute Seite? Ich überlege so, was labert der Typ? Jetzt kommt der Knaller, wisst ihr, was er sagt? Abraham oder Abram ist mit dir. Ich überleg, was meint der? Ich überleg und dann denke ich mir, Abraham. Ja, und dann ist mir eingefallen, Shelly ist ja russische Jüdin. So, also wir respektieren ja jede Religion. So, jede Religion soll sein, was sie will, ne? So, Jude, Christ, Moslem, ist mir egal, auch wenn du keine Religion hast. Wir respektieren alle. Ne, Wallah, ich respektiere jede Religion, glaubt an was ihr möchtet, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber der sagt, ein Ernstes, komm auf die gute Seite, Wallah, das hat mich unnormal gestört. Komm auf die gute Seite, am Nachkomm sind wir hier bei Star Wars oder was? Helle Seite, dunkle Seite, was ist das denn, Bruder? Bruder, Wallah, ich hab das nicht verstanden, Bruder. Ne? Wie wir jede Religion respektieren, sollst du auch jede Religion respektieren, vor allem du als älterer Mann, Alter. Kalle, komm auf die gute Seite, Bruder, was ist das denn? Ach ja, by the way, schöne Grüße an Veganland Wesel, ne, ich küsse euch. So, Veganland, so nebenbei. 1, 2, 7 Chiköfte. Drogen, beste Menschen. Am Anakäum, andere bauen sich Joints. Ich baue mir hier Chiköfte drüben Land. Ja, ne Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, falls ich in den nächsten Tagen entführt wurde, dann wisst ihr warum, ne? Dann wisst ihr, was abgeht. Am Anakäum, der sagt einfach, komm auf die gute Seite, Bruder, wie respektlos ist das bitte, ja? Jetzt wirklich. So, damit der Hund nicht hochkommen kann, wenn er am Arbeiten ist. Ich so, vor allem als erwachsener Mann. Ja, ne Bro, glaub doch an alle, ja, ne, wir akzeptieren jeden so. Weißt du, was ich meine? Glaub an was du möchtest, Bruderherz. So wie ich deine Religion und jede andere Religion respektiere, sollst du auch meine Religion respektieren, Bruder. Stell mal vor, ich gehe zu deinem Vater und sag, komm auf die gute Seite. Bruder, dein Vater wird mich kaputt schlagen, weißt du, was ich meine? Karl, der sagt, komm auf die gute Seite, Bruder, als wären wir hier bei Star Wars. Töbe, Staffurla. Ja, ne, wenn du doch schon den Menschen den guten Weg zeigen möchtest, zeig erstmal deiner Tochter den guten Weg. Denn das, was sie im Internet macht und das, was für Sachen die da macht. Danke nochmal an Veganland, ne? Ihr seid die Besten, richtig lecker. Anscheinend unterstützt du sie ja. So, es akzeptiert ja keine Religion das, was sie macht, ne? Sogar die Apps betreiben, Menschen in Gefahr bringen und so weiter und so fort. Keine Religion akzeptiert sowas. Es ist so. Wie sind die Restaromen? Das frage ich mich gerade. Ich sage euch ehrlich, das hat mich schon verletzt, Bruder. Das hat mich wirklich verletzt, Alter. Ja, ne, nicht verletzt, das hat mich aber wütend gemacht, Alter. Ja, ne, ey, so wie ich dich respektiere, respektier doch mich auch. Ey, wieso zittert seine Hand so krass? Respektiere mich um meine Religion, mein Glauben doch auch. Allah, das hat mich richtig... Seine Hände zittern beim Chiköfte machen. Provoziert, Bruder. Ja, ne, was willst du machen, wenn ich nach Meerbusch komme? Denkst du wirklich, ich sag meinen Onkel, ey Onkel, ich hab da Beef mit jemandem. Komm mal mit. Bist du bescheuert, Alter? Mein Onkel wird mich... Wallah, mein Onkel wird mich wortwörtlich beleidigen. Bruder, Wallah, was hat mein Onkel damit zu tun? Lass mal meinen Onkel aus dem Spiel. Achtet mal auf seine Hände, wie sie zittern. Spiel, ja. Aber ja, Leute, was soll ich euch noch dazu sagen, ne? Ich hab jetzt hier so ganz schnell meinen Dürüm gebaut. Andere Influencer bauen Joints, ich baue hier Dürüm. Ich hab den Witz einmal gesagt, ich muss den nochmal sagen, damit die Leute das vielleicht kommentieren. Hahaha, dein Witz mit Dürüm war so krass. Ich hab euch alle lieb, danke schön für euren Support. Checkt Instagram ab, wenn ich in Meerbusch bin, dann wisst ihr Bescheid. Vielleicht wohnt der ein oder andere in Meerbusch, vielleicht sieht man sich ja. Ich küsse eure Augen, bleibt gesund, haut rein. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgebracht. Hat mich hochgepusht, doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. So, wir haben uns alles selbst aufgebaut.